Ja, hallo Fußballfans, ich melde mich nochmal. Als erstes unser Christian Eriksen ist auf dem Weg der Besserung. Das ist natürlich die erste Botschaft, die ich sage, wo mich am meisten überfreue. Also ich hoffe, dass er seine Karriere auch fortsetzen kann bei Inter Mailand. Also ich drücke ihm natürlich beide Daumen und dann ich hoffe, ob er das so gut überstanden, nehme ich an, was ich so gehört habe. Und wenn er auf dem Weg der Besserung ist, kann das nur besser werden. So, dann würde ich mal zu den, also das ist ja auch für die Europameisterschaft viel angenehmer, als wenn da noch was passiert wäre, was wir schon, wo wir mitrechnen mussten. Das sah ja ganz schlimm aus. So, dann zu den drei Spielen heute mal. Das erste Spiel England-Kroatien. Ja gut, von Kroatien bin ich enttäuscht. Also die Truppe hat kein Tempo gehabt. Vielleicht war das auch zu warm da. Ich weiß das nicht in London. Also die Engländer waren besser ein Tor und haben auch eins so gewonnen. Also da gibt es keine Diskussion über, das ist schon mal, das war verdient. So, dann haben wir Österreich gegen Nordmazedonien. Da habe ich ja auch gesagt, dass sie das hingewinnen. Die haben ja auch 3-1 gewonnen. Und mein Freund Michael Grigoric, mit dem hatte ich mich hier so angefreundet, wie er beim HSV war, macht auch noch ein schönes Tor, haben natürlich verdient gewonnen. Weil diese Mauermannschaften wie Nordmazedonien, die werden sowieso die nächste Runde nicht erreichen. Und Österreich, alles Gute, Foda, das ist der Trainer und der Foda, gute Arbeit bis jetzt gemacht. Und Österreich ist vorne und ich nehme an, dass sie auch weiterkommen. Ja, dann habe ich das schönste Spiel, das beste Spiel gesehen bis jetzt, was man so sehen konnte. Also das von Holland gegen Ukraine in Amsterdam, das hat mir sehr gut gefallen. Die Holländer haben eine technisch hervorragende Mannschaft mit dem Mittelfeldspieler De Jong. Also das muss ich schon sagen. Oder Windhorst, der vom VfL Wolfsburg, der arbeitet wie ein Tier und alle anderen, das ist eine Mannschaft. Also ich nehme an, dass Holland sehr weit kommt. Der hat sich gut im Griff, der De Boer. Das war De Boer. Das ist ein guter Junge gewesen, damals auch ein guter Fußballer und als Trainer macht er gute Arbeit. So, das war das Fazit von Sonntag. Also man muss sagen, die Europameisterschaften kommen jetzt ins Laufen, ins Rollen. Jetzt sind Wege auch bald dran. Und dann merkt man schon, dass sich so ein bisschen alles was trennt. Also ich bin mal gespannt auf das Viertelfinale und Halbfinale. Das wären natürlich interessante Dinge. Da bin ich von überzeugt. Und sonst kann man zufrieden sein. Und nochmal was. Für unseren Christian nochmal alles Gute. Das ist viel wichtiger wie alles andere. Alles gut und dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und natürlich noch eine schöne Woche. Und denkt an euch, das wird so heiß werden. Macht mal Pausen, trinkt ihr selber oder irgendwas anderes. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein ins Tango. Alles Gute. Bis morgen. Tschüssi. Und gute Nacht natürlich. Ne? Alles klar aus Hamburg. Tschüss.